Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir zusammen in den Sotheby's Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Kleine Geschichte dazu. Liebe Grüße an Olga an dieser Stelle. Die wird nämlich sicherlich auch dieses Video schauen. Ich war letztens bei einer Kosmetikerin und zwar der lieben Olga. Da verlinke ich euch auch super gerne von ihr das Studio bzw. den Instagram-Kanal und setze euch die E-Mail-Adresse auch unten in die Infobox rein. Denn ihr könnt diesen Adventskalender auch über sie bestellen. Der kostet auf der Homepage wohl irgendwie 109 Euro. Schreibt sie super gerne an, dann kann sie euch den zukommen lassen. Ich habe, wie gesagt, bei ihr die Gesichtsbehandlung bekommen, weil ich eine Ausreinigung hatte. Das war sehr intensiv und wir haben uns dadurch sehr gut kennengelernt, denn die ein oder andere Träne ist bei mir gelaufen. Dann habe ich sie auch ein bisschen zu der Marke halt auch befragt, weil das ist halt die Pflege, die dort bei ihr in dem Institut verwendet wird. Und dann sagte sie auch, Mensch, wir haben auch einen Adventskalender. Ich sage, Mensch, den nehme ich doch direkt einfach mal mit. Genau, hier haben wir das Schätzelein. Das ist ein Kläppchen-Adventskalender, wo wir 24 Kläppchen drin haben. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein und gucken, was der Adventskalender zu bieten hat. Denn der Warenwert soll sehr, sehr geil sein. Neben diesem Adventskalender kommt auch ein wunderschönes Heftchen mit daher. Das heißt, wenn ich irgendein Produkt nicht groß kenne, kann ich hier reinschauen. Wir haben hier auch in den Kläppchen selber schon Informationen zu den Produkten drin und wir starten mit 15 ml von einem Gesichtspeeling. Ich glaube, das hat sie bei der Behandlung auch verwendet. Das ist für alle Hauttypen geeignet, auch für sensible Haut, die ich habe. Und das soll Strahlkraft ins Gesicht geben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar ein mechanisches Peeling. Ich bin eigentlich kein Fan von mechanischen Peelings. Das ist nämlich mit Himbeerkernen und Camargue-Reis. Das ist übrigens keine Kooperation, ne? Ich habe den selber gekauft, nur mal zur Info. Ich finde, Olga ist einfach nur richtig cool. Die hat das so toll gemacht und ich möchte einfach für sie super gerne Werbung machen. Super sympathische Frau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Nach einem Peeling bekommen wir am 2. Dezember etwas Feuchtigkeitspflege. Und zwar ist das das Hydra Hyaluronic Acid Hydrating Satin Youth Cream Produkt mit 15 ml. Hyaluronsäure kannst du sehr gut auch nach einer Gesichtsbehandlung verwenden, nach einer Ausreinigung und so weiter, weil die Haut braucht da Feuchtigkeit. Und deswegen macht es durchaus Sinn. Und sowas ist natürlich für alle Hauttypen geeignet, weil jeder Hauttyp braucht Feuchtigkeit. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und der erwartet uns tatsächlich was für den Körper. Das ist eine Invigorating Body Lotion. Gut, 30 ml ist jetzt keine Riesengröße, aber du kannst jetzt auch schlecht irgendwie eine 200 ml Geschichte in so einen Adventskalender reinpacken. Ich glaube, dann wäre der Preis auch sehr, sehr hoch. Aber um einfach mal so einen Blick in das Sotheby's Sortiment zu werfen, ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Wobei der Duft, der hier zitrisch sein soll, mich wahrscheinlich nicht ganz so aus den Socken hauen wird. Hier haben wir die Nummer 4. Ein Serum mit 5 ml. Das ist nicht das allermeiste. Muss man mal gucken. Ich weiß nämlich nicht unbedingt, wie hochpreisig dann die Produkte sind. Ne? Aber ja gut. Ein Wrinkle Specific Youth Serum mit 5 ml haben wir hier drin enthalten. Ja, zum Ausprobieren kannst du es auf jeden Fall verwenden. Ist jetzt halt kein Schlüpperstürmer von der Größe her. Passend zu der Bodylotion haben wir jetzt hier auch ein Duschgel mit 30 ml drin. Und da haben wir auch wieder einen zitrischen Duft mit dabei, was für Positivität steht und so weiter. Ich bin halt einfach kein Fan von zitrischen Düften. Das ist halt einfach mein Ding, ne? Ich bin halt eher so die blumige, fruchtige. Das Nikolaus-Produkt darf jetzt ein Klopper sein. Wir haben hier 5 ml von einem Flawless Complexion Serum drin. Ja, auch hier 5 ml ist jetzt keine Riesengröße. Aber um einfach mal die unterschiedlichen Serien der Marke zu kennenzulernen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Und ich sage immer alles bis 5 ml ist auch noch in Ordnung. Alles, was da drunter ist, gilt für mich halt wirklich auch so schon als Probe. Es sei denn, du hast eine Marke, wo so ein 3 ml Vieh, keine Ahnung, 30 Euro kostet oder so. Dann denkt man sich auch, okay, passt, nehme ich. Am 7. Dezember erwartet uns ein Serum, was quasi so ein Öl auch sein soll. Ein SOS. Ultralipid SOS Serum, genau, haben wir hier drin. Steht jetzt hier nicht drauf, wie viel Milliliter drin sind. Ich gehe mal so von
2 Millilitern aus. Das ist ja üblicherweise in solchen Ampullen drin enthalten. Und hier sollst du halt ein sehr, sehr reichhaltiges Serum drin haben, eine sehr, sehr reichhaltige Textur mit Vitamin E, unserem Schönheitsvitamin, sodass die Haut einfach auch wieder genährt wird, was wir einfach in der kalten Jahreszeit auch gut gebrauchen können. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie mit einer reichhaltigen Creme. Nutritive Replenishing Rich Cream. 5 Milliliter sind hier drin. Also ja, eine reichhaltige Creme, die ich so vielleicht abends verwenden würde. Oder wenn es halt so richtig kalt ist und die Luftfeuchtigkeit so, so niedrig ist, würde ich die auch tagsüber verwenden. Ach, das finde ich ja cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Haarprodukt freuen. Shampooing and Après-Shampooing, also quasi Shampoo und Conditioner steht hier auch drauf. 30 Milliliter. Hätten die nur hier nicht ihren Zitronenduft wieder drin, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, gut, auf Reisen kann ich da vielleicht drüber hinwegsehen. Aber an und für sich ist das nicht so ganz meine Welt. Wobei ich sagen muss, als ich die Gesichtsbehandlung bekommen habe, mochte ich die Aromadüfte und was ich da alles so gerochen habe, super gerne. In der Nummer 10 darf es mit einer Maske weitergehen. Und das ist eine feuchtigkeitsspendende und strahlkraft spendende Maske mit 15 Millilitern. Und das hier scheint auch wohl die Reihe von Soties zu sein, wo auch die Sensibelchen unter uns, ich zum Beispiel, sehr gut mit auskommen, nämlich die Organics-Reihe. Und hier ist revitalisierender Birkensaft drin, sagt mein Heftchen. Ich liebe Gesichtsmasken, das ist halt echt voll so mein Ding. Trage ich mir morgens gerne auf, während ich meine Zähne putze, ne? Und ja, dann wird meine Haut einfach währenddessen gepflegt. Am 11. Dezember haben wir ein weiteres Serum drin, Perfect Shape Youth Serum, und zwar mit 5 Millilitern. Ja, das ist jetzt unser drittes Serum, ne? Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, reicht. Also ich möchte eigentlich in Adventskalendern so 3 von einer Sorte, das ist okay, aber ich kenne das Sortiment jetzt so nicht, inwiefern es da vielleicht Möglichkeiten gäbe, das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten, ne? Ja, aber so kann man auf jeden Fall mal so das ein oder andere sich anschauen und vielleicht ausprobieren. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir eine Nachtcreme mit 15 Millilitern drin enthalten. Das hört sich auch sehr, sehr gut an. Auch hier wieder, wir haben schon relativ viele Cremes. Das ist jetzt noch eine Creme, aber ich kenne das Sortiment nicht. Dementsprechend kann es sein, dass es nicht so groß ist, dass man da nicht so die Auswahl hat. Noctuel ist hier die Geschichte. Genau, und Soties kommt aus Paris. Also das ist eine französische Marke. Oh, da musst du aber ein bisschen aufpassen, weil da hast du nicht nur marines Kollagen drin und eine Meeresalge, sondern auch ein AHA-Komplex. Also ich würde es dann wahrscheinlich nicht jeden Abend verwenden und vielleicht nur so 1, 2, 3 Mal pro Woche, je nachdem wie sehr das Gesicht ja auch AHA gewohnt ist. Und dann definitiv am nächsten Morgen immer schön Lichtschutzfaktor. Das ist so wichtig. Am 13. Dezember haben wir hier eine Seife drin und die haben so schöne Seifen. Ich habe schon einige so, an denen ich schnuppern konnte, als ich bei ihr dann ja auch geschaut hatte, ne? Und das hier ist leider mit Limone. Ach Mensch, 20 Gramm haben wir hier drin. Ja, das ist halt leider auch nicht so ganz meine Duftrichtung, aber ja, also für jemanden, der halt zitrische Düfte mag, der wird sich da hart drüber freuen. So, am 14. Dezember haben wir eine reichhaltige Creme, und zwar die Nutritive Replenishing Ultra Rich Cream. Auch hier 5 Milliliter drin. Eine wundervolle Größe zum Verreisen. Ansonsten ist es halt wirklich eine relativ kleine Geschichte. Aber wir schauen einfach mal, wie das Ganze sich noch weiterhin entwickelt. Wir hatten ja auch eben schon ein bisschen was Reichhaltiges mit dabei, aber das passt halt auch schon wieder in die Adventszeit oder in die Weihnachtszeit rein, weil da ja auch die Haut sehr, sehr bedürftig ist, was reichhaltige Pflege angeht, ne? Aber ich möchte gerne, dass dieser Adventskalender ja auch für viele verschiedene Hauttypen passt. So, ich habe jetzt hier noch ein Serum drin, aber das sind 10 Milliliter, das ist schön. Und zwar in der Nummer 15 ist das jetzt hier schon, wow. Ja, das Intensive Hydrating Serum, und das spendet Feuchtigkeit eben durch Hyaluron, und das finde ich klasse. Ja, mag ich gerne, verwende ich gerne, finde ich. Ist einfach auch ein sehr, sehr angenehmer Wirkstoff. Am 16. Dezember kommen wir zu einem sehr spannenden Produkt. Von dem hatte sie mir nämlich auch schon erzählt, als ich bei ihr halt in Behandlung war. Das ist ein Dark Circle Eraser mit 10 Millilitern. Der ist auch leicht getönt, aber erschreckt euch nicht. Das ist so ein Orange-Aprikot, ne? Das ist halt wie ein Color Corrector. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei der ein oder anderen Person dann problematisch werden kann, wenn es vom Ton her halt nicht hinhaut, ne? Aber der sieht man vielleicht auf meinen Äderchen ganz gut. Das ist so ein Produkt, was ich jetzt so entweder ohne
Concealer oder ohne Foundation oder so verwenden würde, nämlich eben nur so auftragen. Ihr seht ja so ein bisschen, dass die blauen Äderchen auch dadurch minimiert werden, ne? Oder ich würde den auch wirklich verwenden als Color Corrector, bevor ich meinen Concealer auftrage. Wir befinden uns nun eine Woche vor Heiligabend und hier habe ich eine Hydra Plumping Mask mit 15 Millilitern drin. Also hier ist auch wieder die Feuchtigkeit, die im Vordergrund steht und was ich persönlich einfach gerne mag. Und deswegen finde ich es auch schön, diese Maske hier drin zu finden und werde sie auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier am 18. Dezember wieder etwas aus der Soties Organics Reihe drin. Das ist eine revitalisierende Emulsion mit 15 Millilitern. Also quasi, ja, auch wieder so eine Art Vorstufe, würde ich für mich persönlich jetzt sagen, von einer Gesichtscreme. Also vielleicht wirklich, ja, ein Serum verwenden oder bevor ich meinen Lichtschutzfaktor auftrage am Morgen, könnte das eine ganz gute Sache sein. Oh, die Nummer 19 enthält ein Serum, aber dieses Mal haben wir 7 Milliliter drin und das ist energetisierend. Und zwar ist das Detox Energy, ein Energizing Serum. Das schaut einmal so aus. Finde ich wunderschön, hebt sich farblich total von den anderen Produkten ab, ne? Und also das sieht sehr, sehr hochpreisig aus, um ehrlich zu sein. Der Teint soll danach strahlend schön und belebt wirken. Krass, wir sind schon am 20. Dezember angekommen. Und zwar habe ich hier ein Micro-Gel-Peeling mit 5 Millilitern. Ja, also ich meine, dass Soties dann auch tatsächlich eher so Richtung mechanische Peelings geht und nicht so auf diese chemischen Peelings, ne? Wie ich das zum Beispiel von Dalton kenne. Hier habe ich jetzt als nächstes eine Flawless Complexion Cream mit 15 Millilitern in der Nummer 22? 21? Wo sind wir denn hier jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade vollkommen verwirrt. 21 sind wir, genau. Und da haben wir etwas gegen Pigmentflecken und für mehr Glow. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist wirklich angenehm. Kannst du für Gesicht, Hals, Dekolleté und auch für die Hände verwenden. Das finde ich interessant. Schön. Am 22. Dezember erwartet uns auch wieder ein Serum. Und zwar ist es das Unifying Youth Serum mit 5 Millilitern. Und zwar ist das ein Jugendlichkeitsserum. Ach, das hilft, Farbveränderungen der Haut zu mindern und den Teint zu verfeinern und sichtbar Falten zu glätten. Das ist mit Resveratrol. Sehr, sehr cool, das kenne ich. Das mag ich. Und mit porenverfeinenden Polyphenolen. Hier haben wir jetzt einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember nochmal die Möglichkeit, eine Ampulle zu machen. Und zwar ist es eine Energizing Radiance Ampulle. Das macht natürlich Sinn, ne? Die soll Energie spenden und Strahlkraft. Das schaut einmal so aus. Das sind witzigerweise übrigens keine Glasampullen, sondern die sind aus Plastik. Dadurch gehen die halt weniger schnell kaputt, ne? Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren und kann ich dann auch was zu sagen im Aufgebraucht-Video. Heiligabend, Leute. Hier haben wir etwas drin und das finde ich sehr, sehr interessant und mutig, aber irgendwie auch total, total cool. Also das ist jetzt das größte Produkt. Nee, Quatsch. Wir haben ja die Shampoo- und Körpergeschichten auch drin gehabt. Nee, nicht ganz das größte Produkt. Aber es ist ein Lip Plumping Serum mit 20 Millilitern. Finde ich sehr interessant. Sie hatte mir auch davon erzählt, also von diesem Produkt an und für sich und sagte, das wäre halt super gegen diese Plissé-Fältchen, die man so über den Lippen hat, ne? Deswegen halt wirklich großflächig gerne auftragen. Das mit 20 Millilitern in der 24 finde ich interessant, wirklich, ne? Aber irgendwie finde ich es auch ziemlich cool, weil wenn das wirklich hilft und, ne, dann kann ja im Prinzip auch jeder dieses Produkt verwenden, der den Adventskalender auspackt und irgendwie ist es cool. Andererseits wäre irgendwie eine große Größe oder eine Full-Size von einem Serum schon geiler gewesen, aber wir hatten schon so viele Serien, deswegen ergibt das schon irgendwie Sinn. Fazitieren wir mal den Soties Adventskalender von 2023. Also, wir haben hier sehr, sehr interessante Produkte drin, die auch viele verschiedene Hauttypen verwenden können. Ich finde es richtig cool, dass wir hier auch Körper- und Haarpflege mit drin vertreten haben. Die Düfte sind leider nicht ganz so meine Welt, aber das ist immer wieder eine persönliche Präferenz. Die 6 und die 24 hätten vielleicht ein bisschen mehr knallermäßig unterwegs sein können, aber da bin ich wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit verwöhnt. Aber insgesamt würde ich persönlich einfach von mir aus sagen, dass ich eher bei dem Dalton Adventskalender bin. Wenn man aber sowieso schon mal Bock drauf hatte, diese Marke auszuprobieren, dann schreibt Olga an und dann könnt ihr das sicherlich klar mit ihr machen, dass man da auch an den Adventskalender rankommt und natürlich auch an die Produkte, ne? Und ja,
Alles in der Infobox verlinkt auf jeden Fall. Für mich ist es jetzt ganz spannend, weil ich jetzt halt einige neue Produkte ausprobieren werde, ne, und euch dann auch in einem Aufgebraucht-Video dazu immer wieder Reviews geben kann. Ihr Lieben, schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Marke überhaupt schon kennt und wie ihr den Adventskalender so findet. Ne? Das würde mich echt interessieren. Ansonsten wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.